Ich war dieses Jahr auf der Invest, das war die größte Anlegermesse in ganz Europa und habe dort unter anderem einen Vortrag gehalten zum Thema spezielle Punkte, bei der man bei der Einzelaktienanalyse darauf schauen sollte. Das Ganze ist von der Börse Stuttgart gesponsert worden. Daran geht nochmal ein großes Dankeschön meiner Seite raus. Und auf dem Kanal der Börse Stuttgart ist der erste Teil meines Vortrags gekommen und hier auf meinem Kanal bekommt ihr nun Teil Nummer 2 zu sehen. Schaut gerne bei der Börse Stuttgart vorbei. Mein Teil Nummer 1 des Vortrages ist bereits online und nun wünsche ich euch viel Spaß beim zweiten Teil. Ein ebenfalls wichtiger Punkt war ein Geschäftsmodell, der in den letzten Jahren auch immer wieder dafür gesorgt hat, dass Unternehmen relativ schlecht oder eben gut gelaufen sind, ist die Kundenzufriedenheit. Da können wir auch wieder Apple als gutes Beispiel nehmen. Ich habe aber natürlich auch noch andere mitgebracht. Jeder, der oder die meisten, die ein iPhone haben, die behalten es halt wirklich ihr Leben lang. Ich selber habe seit über 15 Jahren ein iPhone und man ist einfach in seiner Routine drin. Alle 2 Jahre gibt es ein neues, man ist zufrieden, man möchte nicht wechseln, man kann die Geräte miteinander verbinden. Ein wirklich negatives Beispiel bei der Kundenzufriedenheit ist zum Beispiel SAP in den letzten Jahren gewesen oder auch Facebook. Man hatte immer so das Gefühl, SAP hat sich ein Stück weit auf ihren Lorbeeren ausgeruht in den letzten Jahren. Sie waren ja mal wirklich der absolute Marktführer vor 15 bis 20 Jahren. Das Ganze ist jetzt so ein Stück weit umgeswitcht. Auch sie machen jetzt mittlerweile ein bisschen was anderes. Warum ist diese Kundenzufriedenheit so wichtig? Denn ihr müsst euch ja natürlich immer vorstellen, man kennt das ja auch von seinem eigenen Konsumverhalten. Wenn ich irgendwas nutze, ich habe zwar vielleicht keine Alternative, aber bin natürlich immer unzufrieden damit. Ich rede über andere dann schlecht, über das, was ich nutze. Und sobald was Neues kommt, möchte ich sofort das Neue austesten. Bei dem iPhone gibt es zum Beispiel hier relativ wenig Punkte, wo die Leute dann sagen, da möchte ich jetzt unbedingt erstmal das neue Samsung, das neue Xiaomi-Handy testen. Amazon ist ebenfalls ein Beispiel. Viele nutzen viel lieber einen Amazon-Service, obwohl sie es beispielsweise bei einem anderen Unternehmen online sogar ein bisschen billiger bekommen, weil sie wissen, Sie haben hier diesen absoluten guten Service, der geboten wird, wenn ich was umtauschen möchte. Das wird ohne Wenn und Aber zurückgenommen. Der Kundenservice ist 24 Stunden erreichbar. Und das sorgt dann eben auch dafür für eine starke Kundenbindung, dass die Leute wirklich immer länger bei dem Dienst bleiben und es dann einfach auch ein Stück weit berechenbarer ist. In den letzten Jahren war das dann eben bei SAP lange Zeit ein Thema. Mit vielen, mit denen ich auch gesprochen habe. Ich selber habe auch persönlich oft mit SAP-Software gearbeitet und habe eigentlich immer nur durchweg Negatives gehört. Das hat auch mit dafür gesorgt, dass Salesforce so einen wirklich starken Aufstieg in den letzten Jahren hingelegt hat und mittlerweile der absolute Platzhirsch dann im CRM-Bereich dann über viele Jahre dann geworden ist und vermutlich das auch über die nächsten Jahre halten wird. Daher auch immer auf die Kundenzufriedenheit bei den Unternehmen schauen. Das kann immer ein guter Indikator dafür sein. Bleiben die Leute länger bei dem Unternehmen? Die Kunden können wieder schnell neue hinzugewonnen werden oder gucken sie vielleicht dann doch eher mal, dass sie was anderes oder eine bessere Alternative dann hier finden können. Wenn ich jetzt diese Sachen eingruppiert habe und mein Unternehmen dann habe, sollte ich wissen, habe ich jetzt hier einen sogenannten Spawner oder ich möchte es mal ein One-Trick-Pony nennen. Habe ich jetzt ein Unternehmen, das ein Geschäftsmodell darauf aufbaut, immer wieder in neue Spawn, heißt ja Ausschwärmen, in neue Märkte reinzugehen? Da gibt es Beispiele, die natürlich jeder kennt, sowas wie eine Amazon oder im Gesundheitsbereich eine Danaher, eine Constellation Software, eine Thermo Fisher. Es gibt aber auch kleine Unternehmen. Wir haben in Deutschland eine Mutares beispielsweise, die eine Beteiligungsgesellschaft sind in vielen Bereichen. In Skandinavien haben wir eine Lifco, die über mehrere Unternehmen einfach hier, also in vielen Branchen, in kleine Unternehmen investieren, um so dann zukünftig immer stärker zu wachsen. Denn wenn ich ein Unternehmen habe, das immer wieder in neue Märkte reingeht, muss ich auf ganz andere Punkte schauen bei der Analyse, als wenn ich beispielsweise eine Coca-Cola habe, eine Facebook, eine Starbucks, die wirklich nur so in ihrem einen Markt stark sind oder die nur ihre eine Sache gut können. Wir wissen ja bei Coca-Cola, alle, die leben halt zu den ganz großen Teilen von wirklich dieser einen Zuckerbrause, die sie an die Leute verkaufen. Das ist ihr absolutes Verkaufsschlag, also ihr absoluter Verkaufsschlager. Und da müssen wir natürlich auf ganz andere Sachen dann schauen. Wenn wir so einen sogenannten Spawner haben, der immer wieder in neue Bereiche dann reingeht, sollten wir gucken, welche Sektoren könnten vielleicht in der Zukunft interessant sein für das Unternehmen. Da haben wir wieder das Thema Amazon oder Alphabet, die jetzt im autonomen Fahren tätig sind. KI, ChatGPT war jetzt natürlich
natürlich ein großes Thema in den letzten Monaten, das für hohe Wellen geschlagen hat. Da haben ja viele schon wieder Alphabet und Tod geredet. Die haben gesagt, ChatGPT ist so weit vorne, das kann überhaupt nicht mehr eingeholt werden. Als dann noch das Desaster war, als Alphabet seinen eigenen KI-Dienst vorgestellt hat, hat die Aktie innerhalb von 2 Tagen über 100 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung verloren. Da sieht man also, wie wichtig es auch ist, dass man also nicht nur über die aktuellen Geschehnisse, also über die aktuellen Sektoren Bescheid weiß, sondern auf die zukünftigen Wetten. Denn Alphabet verdient ja Stand heute mit seinen KI-Produkten, mit seinen Roboter eigentlich noch kein Geld. Eher im Gegenteil, sie geben immer noch sehr viel Geld dafür aus. Da haben sie eine Sidewette mit DeepMind am Laufen, der ja verschiedene KI-Roboter herausgebracht hat, der zum Beispiel den Weltmeister in Go geschlagen hat, der einen der besten StarCraft-Spieler geschlagen hat. Also eine wirklich sehr starke KI, die hier in der Pipeline ist, die sie aber eher so unter der Hand benutzen und in Zukunft auch mit Sicherheit dann ein adäquates Produkt dem ChatGPT dann gegenüberstellen. Auf was sollte man sonst noch schauen? Natürlich, wenn ich ein Unternehmen wie Amazon habe oder auch Thermo Fisher, Danaher, die also immer wieder neue Bereiche reingehen, kann ich natürlich schauen, hat das Unternehmen in der Vergangenheit hier gute Arbeit geleistet? Amazon ist auf Anhieb ja der größte Bio-Markthändler geworden mit der Übernahme von Whole Foods. Damit haben sie natürlich aber nicht nur ihre Retail, also ihre Retail-Sparte stärken wollen, sondern natürlich auch ihre Auslieferungen per Amazon Fresh oder dann die Amazon Go Stores, die eröffnet werden sollten. Dann waren sie auch mittlerweile einer der größten Lieferanten im Luftfahrtbereich und da kann man dann natürlich davon ausgehen, wenn man dann hier schon so stark ist, wenn man mit den Flughafen zusammenarbeitet, könnte beispielsweise auch der Einstieg in den Luftverkehr, also in den normalen Linienverkehr auch nicht mehr so weit sein. Also welche zukünftigen Bereiche können noch erobert werden, um wieder neues Wachstum zu generieren? Denn man weiß natürlich so ungefähr, wo kann der E-Commerce-Markt in den nächsten Jahren hingehen. Man weiß, dass Amazon gerade stark im Werbemarkt wächst, aber es gibt eben immer wieder neue spannende Bereiche, in die man hier dann rein kann. Wenn ich dann aber nur Unternehmen habe, die in einem Bereich stark sind, dann muss ich natürlich auf ganz andere Sachen dann schauen. Da könnte dann der Vorsprung der technologische auf die Konkurrenzen sehr interessanter sein. Da haben wir jetzt auch wieder ASML als europäisches schönes Beispiel, die eine 100-prozentige Markt, also einen Marktanteil im EUV-Bereich haben in ihren Maschinen für Halbleiter, die in der Zukunft für die neuen Halbleitergenerationen unabdingbar sind. Das bedeutet natürlich, dass sie im Prinzip auch Preise verlangen können, die also die Kunden einfach stillschweigend hinnehmen müssen. Ich muss hier also nicht darauf achten, in welchen neuen Markt könnte ASML rein, sondern wer ist vielleicht der neue starke Konkurrent, der ebenfalls adäquate Maschinen bauen könnte. Aktuell gibt es noch keinen, den man wirklich so benennen könnte, wo man sagt, ja, der könnte vielleicht auch die EUV-Maschinen produzieren, weil ASML diese über wirklich sehr langen Zeitraum entwickelt hat und mittlerweile eben dann auch hier mit allen großen Unternehmen zusammenarbeitet, wie eben Taiwan Semiconductor, wie Intel, wie Samsung, um auch wieder an neuen Technologien dann hier weiter zu forschen. Ein ebenfalls wirklich sehr wichtiger Punkt kann das Management eines Unternehmens sein. Da habe ich ebenfalls mal hier ein schönes Beispiel mitgebracht. Microsoft, eine Aktie, die mit Sicherheit jeder von uns kennt, was aber viele wirklich nicht wissen. Microsoft ist in der Zeit von nach der Dotcom-Bubble bis zum Jahr 2014 seitwärts gelaufen. Das heißt, ein Aktionär, der nach der Dotcom-Bubble in Microsoft eingestiegen ist, hat vom Kursverlauf her quasi eine Nullrendite erzielt. Und da ist unter anderem auch dieser Mann mit dafür verantwortlich gewesen, der hier in der Zeit der CEO des Unternehmens war, nämlich Steve Ballmer. Er hat wirklich einige sehr fragwürdige Entscheidungen in dieser Zeit getroffen. Und wenn man sich mal hier dann den Kursverlauf ab dem Strich hier anschaut, das ist nämlich genau die Zeit, als es einen CEO-Wechsel gegeben hat. Mittlerweile ist Satya Nadella an Bord. Er ist mittlerweile fast 9 Jahre und er hat innerhalb es von wenigen Wochen geschafft, dass das Unternehmen komplett umgekrempelt worden ist. Das ist ein wirklich ganz wichtiger Punkt, der nicht zu vernachlässigen ist bei der Aktienanalyse. Wenn ich ein Unternehmen habe, muss ich mir ganz genau anschauen, wer ist der CEO, kommt er aus dem Bereich, was ist sein Track Record, also wie hat er in der Vergangenheit das Unternehmen geführt, wie wird er es vielleicht in Zukunft weiterführen. Gerade am Beispiel Microsoft sieht man, wie stark hier dann das Ganze sich unterscheiden kann. Steve Ballmer hat beispielsweise probiert, Nokia aufzukaufen, er wollte groß in den Handymarkt mit rein, er wollte partout nicht, dass die Microsoft Office Software, also er
er hat so, er hat es probiert, so ein bisschen anzuringen, dass man eben dann auch zum Beispiel Microsoft Excel, PowerPoint auf Apple-Produkten benutzen kann, aber es wurde nie so recht in Gang gefahren. Als Satya Nadella an Bord gekommen ist, hieß es Cloud First, Mobile First, und ich glaube, der Rest ist Geschichte. Fast jeder von uns hier, der ein bisschen den Aktienmarkt mitverfolgt, weiß, wie Microsoft in den letzten Jahren gelaufen ist, wie unfassbar stark die Cloud-Revenues mittlerweile sind, also die Cloud-Umsätze, Azure, aber eben auch noch die vielen anderen tollen Produkte, die Microsoft so hat. Ich weiß, die Apple-Jünger sagen wahrscheinlich dann, ja, so toll sind die Produkte nicht, aber das ist natürlich wieder ein anderes Thema dann. Ebenfalls ein Beispiel, welches ich mitgebracht habe, das dann auch wirklich mal vertrauenserweckend sein kann, wenn ein Unternehmen mal ein wirklich schlechtes Quartal dann hatte. Das war vor kurzem der Fall bei dem Unternehmen Zebra Technologies. Da gab es wirklich ein absolutes Katastrophenquartal. Man hat seine Erwartung im zweistelligen Bereich nicht halten können. Und dann hat das Management aber bei der Präsentation einen wirklich sehr klugen Schachzug gemacht. Sie haben hier die Situation genau dargestellt auf einer Folie. Also die Folie kommt von Zebra Technologies selber. Das ist ein kleines KI-Unternehmen, das unter anderem für das Ordnungsamt die Drucker herstellt oder für die Pfandgutautomaten. Jeder, der einen Pfandzettel schon mal in der Hand hatte, ist mit Technologie von Zebra Technologies bereits mal in Verbindung gekommen. Dann haben sie hier genau aufgeschrieben, okay, wir haben aktuell Probleme mit der Supply Chain, also sprich mit den Lieferketten, da wo ja viele Unternehmen wirklich große Probleme hatten. Sie haben dann auch aktuell deutlich zu große Inventories, also ihre Lagerbestände. Sie haben einfach die Produkte nicht verkauft bekommen, also die Unternehmen, die die Produkte verkaufen, und natürlich dann auch in den letzten Jahren natürlich ein großes Thema, die makroökonomischen Gegenwinde, die es gegeben hat. Und dann hat man bei jedem Punkt wirklich genau aufgeschlüsselt, was ist jetzt hier der Punkt, um das Ganze wieder in den nächsten Monaten dann einfach zu verbessern. Also man hat gesagt, bei den Inventories, man möchte hier beispielsweise einen Preisnachlass machen in verschiedenen Bereichen oder dann eben genau bei diesen Produkten, die sie gerade nicht verkauft haben. Andererseits wiederum bei den makroökonomischen Gegenwinden hat man dann gesagt, in den EMEA-Bereichen und in Lateinamerika möchte man seine Preise anheben, um natürlich eben auch gegen die steigende Inflation zu kämpfen. Also das ist dann für mich einfach ein Punkt als Aktionär, bei dem ich sagen kann, okay, das Unternehmen hat verstanden, dass es gerade nicht gut läuft, aber sie haben einen genauen Plan, wo es in Zukunft hingehen kann. Das Ganze geht natürlich aber auch im Negativbeispiel. Da hatten wir vor knapp 4 Monaten ein Beispiel bei Palantir. Da gab es einen Earnings Call, bei dem der CEO mehrmals wie ein kleines Kind auf den Tisch gehauen hat, weil ihm die Fragen der Reporter nicht gepasst haben. Palantir hat bis vor kurzem in jedem seiner Earnings dargelegt, dass sie bis 2025 um 30% pro Jahr wachsen möchten. Auf einmal, ohne irgendwelche Begründung, wurde das komplett rausgestrichen. Dann hat sich ein Reporter erdreistet, ihn persönlich zu fragen, Herr Karp, wieso stehen die 30% Wachstum für das nächste Jahr nicht mit drin? Glauben Sie nicht mehr dran? Darauf hat er im Call, der also öffentlich für tausende Leute zugänglich war, mehrmals auf den Tisch gehauen, hat gemeint, wie kann das sein, dass Sie mir jetzt diese Frage stellen? Ich glaube definitiv dran, dass Sie 30% Wachstum weiter möglich sind. Und dann kam natürlich die Frage, ja, aber warum steht es da nicht drin? Dann hat er erneut auf den Tisch gehauen und man hat ja jetzt gesehen, in den letzten Monaten ist das Wachstum immer weiter abgeflacht. Man wächst mittlerweile mit nicht mal mehr 18% pro Jahr. Und dann muss man natürlich sich die Frage stellen, wenn der CEO sagt, er hätte gerne immer noch die 30% in dem Earnings Report drin gehabt. Ja, wie kann es dann sein, dass es nicht mehr drin steht? Er ist der CEO, hat er überhaupt nicht die Macht in seiner Firma? Das ist einfach ein Thema. Ich persönlich war von dem Produkt Palantir eigentlich auch überzeugt, habe auch selber Präsentationen darüber gehalten, wie es funktioniert. Aber es gibt dann einfach Punkte beim Management, bei dem ich sagen muss, das passt so einfach nicht zusammen. Eine Blamage in einem sehr viel größeren Ausmaß hat es für mich dann auch in den letzten Wochen bei Intel gegeben. Vor 4 Monaten hat man sich hingestellt bei der Earnings Presentation, hat gesagt, über die nächsten Jahre hinweg möchten wir die Dividende mindestens um 5% pro Jahr weiter erhöhen. Intel ist ein Unternehmen, das aktuell Finanzverbindlichkeiten, also Schulden, Zinstragende von über 19 Milliarden Dollar hatte und es wird in den nächsten beiden Jahren erwartet, dass der Free Cashflow negativ sein wird. Wir wissen ja, der Free Cashflow wird eigentlich dazu eingesetzt, um es an die Aktionäre als Dividende auszuschütten. Das bedeutet, man hätte natürlich dann über die nächsten 2
Jahre massiv Schulden aufnehmen müssen, um diese Dividendenausschüttung weiter zu gewährleisten. Das wären im Fall Intel mindestens 12 Milliarden Dollar gewesen und das bei angekündigten Investitionen von weit über 20 Milliarden Dollar in neue Fabriken und das in dem aktuellen Marktumfeld hätten sie mindestens 6-7% Zinssatz dann drauf bekommen. Ich habe vor 4 Monaten dann in einem Video tatsächlich bei mir auf dem Kanal dann erzählt, okay, es gibt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder sie machen das und werden eine massiven Schuldenlast über die nächsten Jahre haben zu wirklich schlechten Zinsen oder aber man muss die Dividende kürzen. Vor wenigen Wochen kam dann die Nachricht, dass man seine Dividende um knapp 2/3 kürzen muss. Und da muss man sich dann natürlich die Frage stellen, wenn sich der CEO hinstellt und sagt, wir werden über die nächsten Jahre die Dividende sicher halten um 5% und nur wenige Wochen später auf einmal dann doch einen kompletten Turnaround macht und die Dividende um 2/3 einkassieren wird. 3 Wochen bevor diese Dividendenkürzung kam, hat übrigens noch der CFO von Intel dann gesagt, we will have a competitive dividend over the next years. Und nach 3 Wochen hat er dann groß verlauten lassen, ja, das hat eigentlich bedeutet, dass wir die Dividende kürzen werden. Das ist für mich einfach ein absoluter Vertrauensbruch und da muss man sich dann die Frage stellen, traut man genau diesem Management auf die nächsten Jahre hinzu, das Unternehmen weiter voranzubringen? Wir wissen, dass Intel in einer großen Krise ist, über Jahre hinweg ist jetzt der Kurs nicht gut gelaufen, man hatte technologische Schwierigkeiten. Sie haben natürlich die Möglichkeiten für einen Turnaround, keine Frage, aber unter diesem Management wirklich sehr, sehr fragwürdig. In Deutschland hatten wir das ähnliche Beispiel mit TeamViewer, die einer der großen Gewinner des Corona-Hypes waren. Und was hat man dann hier in dieser Phase dann gemacht? Man hat Manchester United gesponsert, der wertvollste Verein der Welt. Und was war, nach wenigen Monaten hat man das Ganze wieder gecancelt, weil man dann doch auf einmal gemerkt hat, oh, das ist vielleicht doch ein bisschen zu teuer, Manchester United als Trikotsponsor zu sponsern. Also das ist wirklich gerade in diesen aktuellen Marktphasen ein extrem interessanter Punkt. Wie verhält sich das Management? Denn wenn es gut läuft, dann ist es natürlich immer relativ einfach, ein Unternehmen auf Kurs zu halten. Aber gerade in diesen aktuellen Marktphasen, auch bei den High-Growern, da trennt sich oft die Spreu vom Weizen, wenn die Unternehmen dann einfach hier entgegengesetzt handeln, was einfach aktuell nicht geht. Die operativen Kosten sind ebenfalls ein Faktor. Wenn ich ein Unternehmen habe, das gerade nur noch um 15% wächst, vielleicht noch um 18%, aber die operativen Ausgaben um 40%, 50%, 60% wachsen, da kann halt einfach irgendwas nicht stimmen. Es kann nicht sein, dass ein Unternehmen immer wieder mehr Geld ausgibt, obwohl das Wachstum halt nicht mehr gegeben ist. Es ist einfach wichtig, dass das Management auf akute Punkte, wie eben auch die makroökonomischen Felder, wirklich gut eingeht, damit auch in der Zukunft eine gute operative Entwicklung gewährleistet sein kann bei dem Unternehmen. So. Hier habe ich mal einen der letzten Earnings Reports von Palantir mitgebracht. Sie merken schon, ich hacke heute ziemlich viel auf dem Unternehmen mit rum, aber sie waren leider in den letzten Wochen ein sehr negatives Beispiel. Was die Unternehmen immer gerne machen, ist das Adjusted Income, also das adjustierte Income. Also das ist so quasi die Welt, wie es den Unternehmen gefällt. Das ist nicht die offizielle Earnings, denn wir sehen es hier schon. Das Loss from Operations, also das EBIT von Palantir, war in diesem Quartal bei minus 17,8 Millionen Dollar. Das Adjusted Income, also Palantir selber sagt aber, sie haben in dem Jahr 114 Millionen Dollar an positivem Ergebnis gehabt. Das ist natürlich eine relativ große Karenz und da fragt man sich jetzt, ja, was ist denn jetzt nun? Hatten sie jetzt eine negative Entwicklung? Also ist der operative Gewinn positiv? Ist er negativ? Und dann sehen wir mal auf der nächsten Seite, die Unternehmen weisen das natürlich immer genau aus in ihren Earnings. Was haben sie denn damit dazu gerechnet? Und da sehen wir hier einen ganz interessanten Punkt, nämlich die Stock-Based Compensation. Das sind die Mitarbeiteraktien, die jedes Jahr an die Mitarbeiter des Unternehmens ausgegeben werden. Und diese 129 Millionen Aktien, die man, also Wert an Aktien, die man an Mitarbeiter ausgegeben hat, die hat man einfach mal mit dazu gezählt zum operativen Ergebnis. Da muss ich jetzt natürlich an Sie alle die Frage stellen. Jetzt nehmen Sie sich mal an, ich habe ein Unternehmen, das verdient eben noch kein Geld, wie jetzt in dem Fall Palantir, minus 17,8 Millionen Dollar, um das Ganze ein Stück weit mal zu veranschaulichen oder zu vereinfachen. Und ich gebe jetzt an Sie alle hier in dem Raum, gebe ich Aktien im Wert von 129 Millionen Dollar aus. Würden Sie jetzt sagen, das Unternehmen hat in dem Quartal Gewinn gemacht, nur weil ich jetzt an Sie alle
Aktien geschaffen habe, neu ausgegeben habe, ich glaube, da würden die wenigsten von Ihnen sagen, ja, da haben wir jetzt ein positives Ergebnis erzielt. Mitarbeiteraktien ist in den letzten Jahren wirklich sehr großes Thema gewesen, das auch viele Unternehmen wirklich ordentlich in Schieflage gebracht hat. Ich habe Ihnen hier mal ein paar Beispiele mitgebracht. Die Aktienanzahl dieser 6 Unternehmen, die wir hier haben, das waren High Grower, die unter anderem zu den größten Verlierern der letzten Jahre gezählt haben. Palantir, die ausstehenden Aktien sind in 2 Jahren um 17% nach oben gegangen. Snapchat um 10%, C3AI 8%, Unity Media 13%, Roblox 8% und Fiverr auch 16%. Das bedeutet, diese Mitarbeiteraktien, die ausgegeben werden, die müssen ja irgendwo herkommen. Das ist eine wirklich starke Verwässerung der Aktionäre. Also sprich, wenn ich einen Anteil habe, werden hier einfach von dem Unternehmen neue Aktien geschaffen, um die Mitarbeiter bei Laune zu halten. Und das ist auch mit einer der Punkte, der dafür gesorgt hat, dass unter anderem viele dieser Unternehmen, die Sie hier sehen, sehr viel mehr verloren haben als andere High Grower, die sich vielleicht adäquat entwickelt haben von der operativen Entwicklung oder sogar vielleicht ein bisschen schlechter, weil unter anderem so viele der ausstehenden Aktien verwässert worden sind in diesem Bereich. Wir haben aber auch ein Beispiel, das wirklich extrem ist. Das ist die Entwicklung von Alphabet. Genau, das jetzt schauen wir uns mal ein großes Technologieunternehmen an, weil jetzt kann man ja sagen, das waren jetzt alles die kleinen Unternehmen. Bei den großen Unternehmen ist das nicht der Fall. Hier sieht man jetzt die Share-Based Compensation, also die Mitarbeiteraktien, die ausgegeben werden, hier blau zu sehen. Die sind bei dem Unternehmen Alphabet in den letzten 5 Jahren pro Jahr hat man über 20% mehr Aktien ausgegeben an die Mitarbeiter im Wachstum. Und dann sollte man sich natürlich auch anschauen, denn dieser Wert wird immer auf den Free Cashflow draufgerechnet. Der Free Cashflow ist aber ebenfalls nur in demselben Rahmen mitgestiegen. Was bedeutet das jetzt? Da habe ich Ihnen mal ein Beispiel. Hier sehen Sie die ausstehenden Aktien des Unternehmens Alphabet, wie die sich in den letzten 8-9 Jahren entwickelt haben. Also da sehen wir hier oben schön die Timeline. In den letzten 3 bis 4 Jahren ist es wieder sinkend gewesen. Aktienrückkäufe ist ja immer wieder ein tolles Thema. Das wird immer wieder sehr hoch gelobt von vielen Anlegern, wenn wieder neue Aktienrückkaufprogramme ausgerufen werden von den Firmen. Das Unternehmen Alphabet hat zwischen 2015 und 2022 Aktienrückkäufe im Wert von 177 Milliarden Dollar getätigt. Die ausstehenden Aktien sind aber in demselben Bereich nur um 3,7% zurückgegangen. Im letzten Jahr hat Alphabet ein Net Income gehabt von 60 Milliarden Dollar und sie haben eigene Aktien im Wert von 59 Milliarden Dollar zurückgekauft. Man sieht, diese aktienbasierten Vergütungen an die Mitarbeiter, das kann ein wirklich sehr großes Problem für die Unternehmen werden, da natürlich, wir haben jetzt Inflation in gerade den letzten 12 bis 15 Monaten gesehen, wie sich das Ganze auswirken kann, und das ist nichts anderes als auch eine Inflation meiner Aktien, die ich besitze. Durch diese Share-Based Compensation werden meine Anteile, die ich habe, im Prinzip automatisch wertloser, da immer wieder neue Aktien ausgegeben werden an das Unternehmen, und daher sollte man vor allem auch den Punkt, nicht nur die Aktienrückkäufe, sondern eben auch die Mitarbeiteraktien, die ausgegeben werden, immer auf dem Schirm haben, egal wie klein, wie groß das Unternehmen ist, denn oftmals ist eine große Position des Free Cashflows einfach nur diese Mitarbeiteraktien, die ausgegeben werden, und da muss man dann einfach dann dazu sagen, ich persönlich bei der Einzelaktienanalyse ziehe immer die Share-Based Compensation von den Free Cashflows dann ab, denn das ist für mich dann der reale Cashflow. Also es kann natürlich auch sein, wenn ein Unternehmen 90% seines Free Cashflows als Dividende ausschüttet, dass sie trotzdem dafür Kredite aufnehmen müssen, weil ein größerer Anteil als diese 10%, die hier noch dazwischen liegen, auch aktienbasierte Vergütung an die Mitarbeiter dann einfach sind. Genau. So. Dann haben wir die Zeit schon leider wieder rum, wie ich höre. Jetzt stehen Ihnen noch die Zeit zur Fragen. Jetzt haben Sie noch Zeit, ein paar Fragen zu stellen. Dann probiere ich noch auf das ein oder andere einzugehen. Ich habe eigentlich auch alles geschafft, was ich schaffen wollte. Genau, wer Fragen hat, darf sie mir gerne stellen. Dann probiere ich sie zu beantworten. Bitte. Wir waren vorhin bei der Magic Number, aber es ist ja so, dass das Marketing erst nach einer gewissen Phase dann wirklich dazu beiträgt, dass der Umsatz steigt. Ja. Genau, ja. Also man sollte natürlich die Magic Number, also wenn ich jetzt aktuell ein Unternehmen mir anschaue, sollte ich natürlich jetzt nicht nur auf
aktuell ein Quartal dann schauen. Wir haben es nämlich bei Salesforce gesehen, ich habe jetzt das Schaubild nicht dabei, Salesforce hatte jetzt in den letzten 3 Quartalen, bis jetzt vor dem letzten, hatten sie die Magic Number zwischen 0,1 und 0,3. Jetzt im letzten Quartal ist die Magic Number aber wieder auf 0,6 hochgegangen. Also man sollte das Ganze natürlich immer auf einen langen Zeitraum hin betrachten. Ob das Unternehmen wirklich langfristig es schafft, die Magic Number hochzuhalten, da dürfen auch mal 1-2 Quartale natürlich dazwischen sein, bei denen dann eben, wie Sie sagen, die Marketingausgaben vielleicht das Ganze erstmal ins Rollen gerät. Aber heutzutage leben wir auch wirklich in einer schnelllebigen Zeit. Wie machen die Unternehmen Werbung? Sehr viel zielgerichtet übers Internet, sehr viel natürlich über Alphabet, also über die Google-Suchmaschine, über Facebook, über Instagram. Das sind eigentlich Sachen, wo man relativ schnell eine Retention dann einfach bekommt. Deswegen sollte sich relativ schnell dann aber wieder in einen guten Bereich einfach entwickeln. Es dürfen da mal 1-2 Quartale natürlich dann sein, wenn denen das nicht so läuft. Aber viele Unternehmen haben jetzt zuletzt auch einfach wieder bewiesen, dass sie es trotzdem geschafft haben, gutes Wachstum zu generieren, obwohl man das Marketing sogar fast komplett hat wegfallen lassen. C-Limited war da zum Beispiel ein super Beispiel in ihren letzten Earnings. Bei Shopee, bei ihrem E-Commerce-System, haben sie wirklich starke Kürzungen vorgenommen bei ihrer Marketingausgabe. Und das Wachstum war aber trotzdem sehr stark, also über 50% Wachstum bei wirklich deutlichen Kürzungen des Marketingbudgets. Deswegen auch diese Zahlen, die ich Ihnen jetzt vorgestellt habe, das ist natürlich immer nur ein Stück des Puzzles. Ich würde niemals jetzt ein Unternehmen, weil eine Zahl nicht passt, dann automatisch rausschmeißen. Ich sollte gucken, warum ist das Ganze gerade so? Kann sich das in Zukunft anders entwickeln? Denn ich bin mir sicher, jeder von uns hat in jeder Aktie, die er im Depot hat, gibt es 1-2 Punkte, die halt wirklich problematisch dann sind zum aktuellen Zeitpunkt. Genau. Also ich muss jetzt ehrlich gesagt sagen, bei Palantir, ich habe jetzt auch zuletzt wieder mal ein paar Videos auch zur Software angeschaut, auch von Softwareentwicklern. Ich persönlich muss sagen, dass viele da auch nicht überzeugt sind davon. Was meine Überzeugung bei Palantir war, vor allem der Punkt, sie hatten eine der höchsten Sicherheitsfreigaben in den ganzen USA für die Regierungssoftware. Sie hatten eine höhere Freigabe als Alphabet beispielsweise. Sie hatten eine höhere Freigabe als viele andere Softwareunternehmen wie Oracle. Wer ist da noch im Markt drin? Also die einzigen, die wirklich competitive mit ihnen in diesem Bereich waren, war Microsoft. Die haben diese Sicherheitsstufe 6 bekommen. Das ist die zweithöchste, die es in den USA gibt. Sie haben natürlich interessante Software, muss man sagen. Aber ich fand jetzt auch die Ukraine-Krise, das war ja eigentlich so ihr Idealszenario. Das klingt jetzt natürlich erstmal schrecklich, aber sie haben ja unter anderem eben auch militärische Software, die vor allem Früherkennung leisten soll, wenn sich Bewegungen bereits in China von irgendwelchen Kreuzern, also von Kampfschiffen, wenn die in irgendeine besondere Richtung nur ganz klein bisschen abweichen, dass das Palantir erkennen kann und die entsprechenden Länder wie Taiwan zum Beispiel schon warnen kann. Und da muss ich jetzt einfach sagen, weil ja auch Palantir wieder groß getönt hat, dass das jetzt gerade genau ihre Zeit ist. Und da muss man einfach sagen, die Net Retention ist um 10% runtergegangen, Wachstum ist bei 18%. Neue Kunden, die akquiriert wurden, also sprich zukünftige Aufträge, da hatten sie im letzten Quartal sogar mal 0 Wachstum. Da muss ich einfach sagen, ich finde Palantir aktuell wirklich ganz schwierig und unter dem aktuellen CEO traue ich persönlich jetzt erstmal kein Turnaround mehr zu. Einfach aufgrund auch dessen Verhalten, weil ich sagen muss, also ich habe eine 3-jährige Tochter, ich glaube, die hätte sich teilweise nicht so verhalten, wenn sie einfach mal eine kritische Frage gestellt bekommt. Das ist wie, wenn sie mir jetzt eine Frage stellen, ich trete gegen den Monitor, dann würden sie auch sagen, was erzählt er mir jetzt da vorne, kann der nicht mal mit einer kritischen Frage umgehen? Ganz schwierig, ja, also. Ich habe wirklich das Thema Palantir oft behandelt, aber aktuell würde ich persönlich sagen, es gibt viele Alarmsignale, eben auch die ausstehenden Aktien, sodass ich sagen muss, da gibt es aktuell einfach deutlich spannendere Unternehmen an der Börse. Das bringt ja so einen Bärenmarkt halt auch immer interessant mit sich. Man hat viele Chancen. Palantir ist jetzt wahrscheinlich nicht die allergrößte zum aktuellen Zeitpunkt, ja. Aber meine persönliche Meinung. Ja. Das ist wahrscheinlich die meistgestellte Frage, die ich in den letzten 2 Tagen bekommen habe. Ja,
Man sollte jetzt einfach wirklich schauen, wie, also jetzt einzelne Unternehmen zu nennen, das macht jetzt natürlich relativ wenig Sinn, auch wenn jetzt das viele hören möchten. Das war jetzt auch ein Stück weit das vom Beitrag. Ich würde jetzt wirklich schauen, wenn ich ein Unternehmen interessant gefunden habe in den letzten Monaten, über die letzten Jahre hinweg, wie haben sie sich jetzt in den letzten anderthalb Jahren verhalten? Also sprich, hatten sie ihre Kosten im Griff? Haben sie neue Produkte gelauncht? Haben sie vielleicht auch, ich weiß, Mitarbeiterentlassungen sind immer schlimm, aber in den letzten Monaten musste man einfach sagen, die Unternehmen, die keine Mitarbeiter rausgeschmissen haben, gerade in den USA im Technologiebereich, die haben in der Regel fast immer was falsch gemacht, weil man sich halt in Corona sozusagen dieses Fett ein bisschen angefressen hat. Die Zeiten waren toll, man hat immer wieder neue Leute eingestellt. Das sind so Punkte, worauf man aktuell schauen sollte. Wie haben die Unternehmen sich verhalten? Haben sie ihre Kosten aktuell im Griff oder nicht? Und da kann man mit Sicherheit ein paar gute Chancen finden. Also wirklich nicht immer nur auf die reinen Kennzahlen dann schauen, sondern vor allem, wie haben sich die Unternehmen verhalten, gerade jetzt in diesen schwierigen Zeiten. Weil in den tollen Zeiten haben wir gesehen, Cathy Wood war ja das beste Beispiel von ARK Invest, die ja wirklich einen imposanten Anstieg hatte, die den Nasdaq massiv outperformt hat. Und jetzt mittlerweile ist es sogar eine negative Performance gewesen, weil sie genau eben auf so viele Unternehmen gesetzt hat, wie eine Palantir, wie eine Unity, was war sonst noch mit dabei. Also genau viele solche Unternehmen, die halt wirklich auch höchst unprofitabel waren. Twilio, Snapchat, das sind eben dann so Punkte, gerade jetzt zum aktuellen Zeitpunkt kann man wirklich sehr gut nachvollziehen, ist es ein Unternehmen, das gut geführt ist oder nicht. Ganz schwierig. Ja, also so für reine Kennzahlen. Es gibt von Nicolas Schmiedlin ein Buch, da bekommt man mal wirklich gute Basics gesagt. Ich weiß nicht, ich glaube, es heißt Bewertungskennzahlen und da lernt man auf jeden Fall einiges über Bilanzen. Ich persönlich bin da ganz ehrlich, ich habe wirklich sehr viel aus dem amerikanischen YouTube-Raum gelernt. Da gibt es wirklich sehr viele Kanäle, die also wirklich sehr viel Ahnung von der Materie haben, die also wirklich dann auch in ganz tiefe Details dann reingehen, genau eben wie dieses Thema der Aktienrückkäufe, Share-Based Compensation und die das Ganze dann auch halt auch wirklich relativ einfach vermitteln können mit tollen Beispielen. Also da muss ich sagen, da habe ich wirklich sehr viel mehr für mich persönlich immer mitgenommen, als durch reine Literatur dann lesen, weil man weiß natürlich auch, wenn man Zahlenliteratur liest, das kann natürlich irgendwann anstrengend sein, wenn man sich da mal aber so ein kurzes YouTube-Video anschaut, vielleicht auch mal ein Instagram-Post. Das ist natürlich nicht jedermanns Sache, das ist ganz klar, aber ich muss da halt sagen, da habe ich für mich persönlich wirklich sehr viel mehr dann einfach mitgenommen, als dann eben so von vielen Büchern. Aber wenn ich wirklich eins empfehlen müsste, wäre es das von Nicolas Schmiedlin. Das heißt Bewertungskennzahlen und Bilanzkennziffern oder so. Da gibt es auch mehrere Ausführungen davon. Also das kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Das ist ein super Einstieg in das Thema Zahlen. Aber da geht es auch wirklich nicht nur um Aktien, sondern eben auch so, wenn man eben so Geschäftsmann zum Beispiel ist, ein eigenes Unternehmen hat, auf welche Zahlen man in der Bilanz schauen sollte. Aber ist natürlich eng verbunden mit dem Aktienmarkt dann auch. Ja. Gut, wenn es keine Fragen mehr gibt. Kurz vor 5, perfekt. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat allen gefallen und noch viel Spaß auf der Messe. Gell? Dankeschön. Du hast immer noch nicht genug vom Thema, wie analysiere ich am besten eine Einzelaktie. Auch dann habe ich genau das Richtige für euch. Schaut gerne in meine beiden letzten Videos zu dem Thema rein. Da gehe ich mal auf die speziellen Kennzahlen Goodwill oder Eigenkapitalrendite mit meinem Kollegen Alan Galecki ein. Da sind wir mal auch auf diese beiden spannenden Kennzahlen eingegangen, die in keiner Aktienanalyse fehlen sollten. Und da kannst mit Sicherheit auch du noch was für dich und deine nächsten Aktienanalysen mitnehmen.